Moin moin und willkommen zurück bei Ark Lost Island. Ich hatte ja angekündigt, dass ich Bock auf eine kleine Höhlentour habe. Wir werden uns heute die Höhle beim grünen Obelisken einmal genauer anschauen. Wenn es natürlich eine super kleine Höhle wird, dann tut es mir leid, dann ist das jetzt nicht so der geilste Ausflug der Welt. Aber an sich finde ich schon mal super. Die Möglichkeit, dass wir das so machen, das gefällt mir. Wir werden das mit dem Thylacoleo machen. Nicht mit was anderem. Ich war nämlich echt am Überlegen, ob ich das mit dem Dinopheticus mache. Weil sich, die sind schon witzig, sie sind schnell und patsch, 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 eine Menge DPS. Aber von Harry-Mitarbeiter kam auch irgendwie der Hinweis, dass die in Höhlen irgendwie nicht angegriffen werden. Aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel wohl aktuellen Bug oder so. Keine Ahnung. Aber da ich die ja eh nur ausprobiert hätte, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Auf die Lokale habe ich Bock. Also nehmen wir das. Kann natürlich sein, dass sich unser Megatherium mehr lohnen würde. Aber wir sind ja hier nicht bei Hocheffizienz. Auf jeden Fall hier in 59 Sekunden kommt das nächste Baby. So, nehmen wir mal die Kacke hier raus. Schieb sie ihm hier rein. Oh Gott, wie sich das anhört. Aber ich glaube, ich müsste genug Leder haben, um das jetzt machen zu können. Ich war nämlich irgendwann mal... Yo! 19.899 Items, wow. Ich war nämlich mal so frei und hab das tatsächlich einmal, ich war aber los über die große Wiese und hab mich mit ein paar Tierchen angelegt. So, aus 119,1 wird jetzt 120,8. Ja gut, das ist ein ziemlich kleiner Vorteil, aber egal. So, 14 Sekunden. Heute, Dinopheticus-Baby. Ey, man sieht auch echt schon, Schwangerschaftsbauch ist ordentlich, ne? Schon cool. Ach, da oben! Steckt noch drin! Hi! Okay, das sieht... Das sieht falsch aus. Das sieht einfach falsch aus. Komm mal mit hier rüber. Hier ist nicht noch ein Geschwisterchen oder so, ne? Nee. Oh Gott. Na du? Ey, nicht das Scheinhorn. Scheinhorn? Geh wohl. Ich würde mal sagen, ich stelle dich einfach mal mit zur Nanny. Machen wir mal auf diesem Wege hier. Zack. Gut. Chillt er jetzt, oder? Wird von der Nanny auch versorgt? Okay. Lassen wir mal da so kleben. Was sagt unser Nachwuchs hier? Oh. Apropos Nachwuchs. Habe ich bei euch die Paarung deaktiviert? Nee, ne? Oh, verdammte Axt. Ich muss einen Timer stellen. Gut. Ich deaktiviere gleich mal die Paarung. Ja, toller Trick. Ja. Sauerstoff ist in Ordnung. Ja, ich habe mir kurz den Timer gestellt. Wir werden danach kurz nach Hause. Ihm machen wir die Tour. Kriegst aber auch einmal den coolen Sattel.
120, ey, krass. So. Komm, packen wir einfach in irgendwelche Schränke. Wird sich schon ergeben. Oh. Sinnlos, alles weggekleistert. Aufgeräumt, nennen wir es mal so. Ich habe einen Sattel über, den kannst du haben. Kannst theoretisch die Trophäen, könnt ihr auch noch irgendwo reinpacken. Unser Pferd ist noch da, ist schön, ne? So. Hätte sogar Bock, dass wir zu Fuß rübergehen. Also kann ich hier einen Tracker kann ich wahrscheinlich gerade nicht noch machen, ne? Nö, gegrilltes Filet fehlt. Hoffe ich mal, dass ich mit dem... So, da vorne ist der Grüne. Sobald mein Timer abgelaufen ist, würde ich mir einmal meinen Teleporter schnappen, einmal den nächsten Basilo-Nachwuchs versorgen. Aber wir könnten jetzt natürlich auch mit Marvin kurz rüberfliegen zu dem Grünen. Sind wir echt schnell da. Aber so können wir vielleicht nochmal den Weg genießen. Vielleicht finden wir noch was Cooles. Wenn ich das tatsächlich gerade ein bisschen anzweifle, weil wir haben hier schon genau diesen Weg bin ich schon öfter abgelaufen. Naja, wir gucken mal. Den Basilo-Nachwuchs jetzt, das ist irgendwie schon doof. Das ist ja dumm gelaufen. Schön hier auf jeden Fall. Aber ich habe echt viel Ausdauer, das ist ganz angenehm. Das eigentlich? Nicht, dass wir jetzt eine halbe Stunde brauchen, um da drüben anzukommen, aber eigentlich sind wir ja doch recht flott unterwegs. Ah, das wird schon. Och, wir kommen gut voran. Wenn ich auch gleich mal bei den lilanen Strahlen. Oh, leck. Lilanen Strahlen, wenn der unten ist, können wir gleich mal reingucken. Er ist unten. Weil, wenn man schon mal da ist, kann man ja mal kurz einen Blick reinwerfen, ey. Dann hat der Telakuleo auch kurz Zeit, Ausdauer zu regenerieren. Auf jeden Fall sehe ich schon, dass wir hier noch eine Menge Dinge brauchen für das Beschwören von den Bossen. Da müssen wir gleich mal, vielleicht, wenn wir irgendwo noch mal ein bisschen mehr Zeit haben, zum Strahlen noch mal genau einen Blick reinwerfen. Beziehungsweise direkt. Ach, das kann man auch direkt am grünen Basilisken machen. Obelisken. Habe ich gerade Basiliskenschuppe gelesen, dann werde ich. Naja. War ich. Hab ja jetzt auch irgendwie leider schon den Spoiler bekommen, dass es ein Aberration-Gebiet gibt. Das war wieder so, Das ist immer so, ich mag das nicht. Das hätte ich jetzt ziemlich cool gefunden, wenn ich das irgendwann mal zufällig gefunden hätte. Na gut, ich werde wahrscheinlich immer noch zufällig irgendwo finden, aber jetzt weiß ich, dass es das gibt. Das ist wie mit der Wüvernschlucht damals. Das ist so... Ja gut, ich habe zwei gefunden, sagen wir mal so. Na, komm hier hoch, komm hier hoch. Ja.
Fall ist hier eine Menge Metall. Oh, geil. Oh, sind gleich da. Ah, doch, wir sind recht schnell unterwegs. Woohoo! Nur daran denken, abzusteigen, mal große Sprünge. Zumindest bei den Tieren, die Fallschaden kriegen. So. Weil solange keiner drauf ist zum Reiten, kriegen sie keinen Fallschaden. Ganz nett eigentlich. So. Einmal direkt zum Grünen. Falls mich jetzt jemand angreift. Wie zum Beispiel dieser Argentavis da. Gut, hat sich erledigt. So. Zum Beschwören bräuchten wir Allosaurus-Hirne. Kein Ding. Argentavis-Krallen, ja? Achso, und warum ich jetzt hier gerade gucke. Das ist eigentlich auch eins meiner Ziele jetzt bei diesem Let's Play hier auf dieser Insel, dass wir eigentlich zumindest mal den Boss gemacht haben. Einmal. Also, Sauros-Gehirn, Agatharos-Kralle, Artefakt der List. Das fehlt uns noch. Artefakt des Himmelherrn. Okay. Artefakt des Jägers. Artefakt des Rudels. Das haben wir schon. Gift einer Titanoboa ist kein Problem. Krallen vom Tier, ja, auch kein Problem. Ja, fehlen ein paar Artefakte noch. Das ist ganz cool, aber wir haben auch noch ein paar Höhlen auf der Liste. Dann hier Basiliskenschuppe. Artefakt des Brutalen, der Stärke ist immun. Okay. Wieder Kollege Hakenklau, ja. Oh. Aber den können wir gar nicht machen. Level 97. Ja, hier rutscht, das müssen wir uns irgendwie mal gönnen. Boss. So, ich müsste mal den Fluss hier wiederfinden. Weil. Wasserfall. Da ging's rein in die Höhle. Guck mal, schon wieder eine Schlange. Haben doch gerade gesprochen, Gift von der Titanoboa. Da ist auf jeden Fall schon mal Wasser. Ah, das war zu tiefer Sprung. Hier ist Wasser. Ist hier auch ein Fluss, wo ich irgendwo. Nö. Mist. Ah. Wir finden das schon noch. Einmal rum. Oh. Stop, stop hier. Einmal, ganz wichtig, Basilo-Nachwuchs. Wir müssen ihn einmal prägen. Apropos prägen, ich müsste doch bei euch hier einmal abschalten, ne? Gut. Hat sich noch nicht wieder fortgepflanzt. Oh, nächstes Basilo-Baby. Oh Gott, das ist. Naja. Gibt Schlimmeres als ein Baby zu viel. Schon beworfen? Oh, 14 Sekunden. Was für ein Timing. Ehrlichkeit lässt natürlich zu wünschen übrig. Da. Mitkommen. Einmal Richtung Nanny. Brauchst du Sauerstoff? Oh Gott. Oh. Folgt mal wieder alle dem Floß. Gut. Basilo-Baby gerettet.
Und auch dafür gesorgt, dass kein Neues kommt. Mein Gott. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Ach, bei den Velonas war es mal. Da habe ich irgendwie so viele Eier auf einmal gehabt. Das war so. Upsi. So, oh, verdammt. Nehmen wir den mal. Kann sein, dass wir jetzt den falschen Teleporter erwischt haben. Müssen wir gleich nochmal reisen. Ich habe nämlich irgendwo noch einen nicht benannt. Gut, Raptor, fühlst du dich jetzt gut? Ist wie. Nicht den Fluss auf der Map? Könnte da sein, ja. Zumindest ist da ein Fluss. Also zumindest ist da Wasser, sagen wir mal so. Sieht aber mehr aus wie eine Bucht als wie ein Fluss. Ja. Mist, das ist es nicht. Ja, ganz toller Trick. Ich hab mir das natürlich null gemerkt. Das war halt nur wirklich sehr nah an dem Grünen. Geh weg. Schlange. Mann. Aber ich hatte auch gesehen, die Höhle hatte mehrere Eingänge auf jeden Fall. Wir sind nämlich irgendwo anders rausgegangen, als wir das letzte Mal rein sind. Als ich die Höhle das eine Mal da entdeckt hatte. Also sollte ich die Höhle jetzt natürlich nicht finden. Das ist ein netter kurzer Dschungel aus hier, muss man ganz klar sagen. Ich würde dann aber bis zum nächsten Mal wieder zu dem Eingang hier selber hinfinden. Deswegen, das passt dann schon. Wasserfall. Ach! Ja. Tada! Gefunden! Schön! Es kann natürlich sein, dass es auch einfach nur eine rein dekorative Höhle ist. Weiter schlafen. Eine dekorative Höhle ist? Nee, hier sind überall Megalosaurus. Megalania? Okay, komm. Gönnen wir uns. Schön ist, wir haben dicken neuen Sattel. Uns sollte jetzt nicht so viel Gefahr drohen hier. Ich geh jetzt einfach mal dem Wasser. Kann auch sein, dass das jetzt direkt zu einem Ausgang führt. Dann werden wir nochmal zurückgehen. Da war nämlich noch eine andere Abzweigung. Ach gut, wenn die Höhle natürlich nur so quasi in den Fels eingearbeitet ist, dann war das jetzt nicht die Art Höhlentour, die ich meinte. Nee, dann gehen wir nochmal zurück. Oben gab es noch eine Abzweigung. Entweder führt die zu einem anderen Ausgang. Mein Gott, die Aufnahme ist ja fast schwarz. Entschuldigung. Oh Gott. Ich habe hier nebenbei auf bei OBS sehe ich ja hier Aufnahmen sonst was.
Das sah gerade irgendwie ein bisschen sehr schwach. Na gut, ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt Aufnahmerechner einen schlechteren Bildschirm. Das heißt, theoretisch würde ich das gar nicht sehen, wenn es trotzdem gut zu sehen ist. So, so. Ja, den Weg meinte ich. Sieht ja auch schon wieder aus den Ausgang. Oder? Okay. Okay, die Bällen sind das große Übel hier. Wow. Okay. Das ist definitiv mehr als so Dekoration hier. Wow. Okay. Das wäre natürlich wieder mit dem Megatherium eine nette Überlegung wert hier. Kaputt gemacht! Ihr Schweine! So. Dina? So her. So, ich habe die jetzt auf mein Ziel angreifen. Das heißt, Dina kämpft jetzt eventuell von der Schulter mit. Tja. Wir haben hier gerade ganz gut zugesetzt hier. Und das trotz dem Sattel. Ah, ist okay. Ja, diesen Springangriff mache ich hier wegen den Libellen. Krass. Dass die Libellen mal die harten Gegner sein werden, ne? Komm, komm, komm. Gutes Gespräch. Okay. Wir machen die 500 voll. Vielleicht haben wir auch genug. Ich würde gerne mal kurz die Vergiftung oben abwarten. Ah, das ist mir doch insgesamt ein bisschen unangenehm. Gut, das wäre mit dem Megatherium natürlich richtig krass. Das wäre bam, bam, alle tot, aber... Ja, ich hätte die Vergiftung genommen. Hey! Bis jetzt? Oh, meine Ausdauer. Okay. Wir müssen das Gift aussitzen. Oh. Ah, ist wahrscheinlich die Schnecke angeschrien, ne?
Okay, weiter geht's. Oh. Das ist zu eng. Oh. Da ist. Das ist doch ein roter Cave Drop. Also Loot. Woo. Ja, den holen wir uns. Alleine dahin? Ohne dass ich drauf sitze? Nee, ne? Okay, ich würde gern mein Tilakoleo ja mit rübernehmen. Den roten Drop will ich haben. Okay. Sowas, was sich lohnt mitzunehmen? Das passt. Ich 17. Da hab ich den ganzen Scheiß natürlich bei mir im Inventar. So. Dann gönnen wir uns das Ding doch mal. Und 160er Giddy-Stiefel und ein 250er Schwert. Ich glaube, ich habe noch gar keine Schuhe, ne? Doch. Ah, ich habe bessere. Mann. Ach, das ist die andere Seite. Ah. Okay. Machen wir den Kram mal dazu. So. Zack. Weiter geht's. Hallo, Mr. Rüstungskaputtmacher. Spinnies? Das Gute ist, Spinnen sind ja eigentlich das gar nicht so dramatisch jetzt hier. Wenn ich zwischendurch immer die Pausen kriege, um meinen Tilakoleo einmal ein bisschen zu heilen und von Gift zu befreien, ist hier gar nicht so dramatisch. Party! Und nicht nur ein bisschen. Aber auch da jetzt tatsächlich, auch hier unten, wo die Höhlen so groß sind. Ah, wäre so ein Megatheo natürlich schon wieder richtig geil gewesen, ne? Geht's, Sina? Kriegst du Schaden? Nö, Sina kriegt absolut gar keinen Schaden. Ein Träumchen. Eines hier noch. So. Gutes Gespräch. Nächste.
sind die Level von den Viechern hier natürlich richtig krass. Ei. Okay. Mal gucken, ob wir hier eine Unterbrechung machen bis zur nächsten Folge, oder? Noch ein bisschen weiter, weil eigentlich die halbe Stunde haben wir schon wieder erreicht. Das Gute ist, dadurch, dass ich unseren Porter dabei habe, können wir natürlich jederzeit Checkpoint setzen. So, wir müssen mal kurz warten, bis das Gift aufhört. Ich schmeiß währenddessen mal einen Haufen Fleisch weg. Das war Megalania-Gift. Mist. So, Fleisch. Zack. Dann zack, 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 zack. Ah, das Gift ist immer noch am Wirken, ne? Also eigentlich muss ich hier aufpassen. Die Dauer steht nicht da, ne? Mistviecher! So wird das natürlich nie was mit dem Entgiften hier. Oh. Gutes Gespräch. Mein zwei Level. Können die 2000 Ausdauer voll machen? Oh, erledigt. Okay. Also ich bin mit der Gesundheit zufrieden. Na, Gewicht ist für mich auch in Ordnung. Jetzt könnte ich noch Geschwindigkeit und Nahkampfschaden machen. Das Gift wirkt noch. Das ist jetzt gerade das Problem. Das wird mir jetzt dauerhaft Ausdauer abziehen. Steht leider, das ist wirklich ein bisschen nervig, dass es kein Zeitfaktor dabei steht. So. Haben wir mal Geschwindigkeit gemacht. Ist wieder ein Cave Loot. Ah, Gift dauert so lange. Also wir nehmen jetzt hier in dieser Folge noch diesen Loot da vorne mit. Und dann machen wir Schluss. So, regeneriere bitte mal deine Ausdauer. Außer ich sehe natürlich danach noch mehr coole Dinge, die ich einfach ablenken muss, dass ich nicht wegkomme. Das übliche Spiel halt. Ach, das war's schon. Nee. Ey, das ist doch noch eine Ameise. Und Sina? Nur wenn Agro da ist, bitte. Das ist auch gar nicht so geil. So, so ein kleiner Sackgasse hier. Schön. Und hier? Und schon wieder mache ich mir Artefakt. Artefakt. Oho. Ja, schön immer Bildchen die machen, ne? Artefakt des Himmelherrn. Oh, ich glaube, dann haben wir die Höhle tatsächlich erledigt, ne? Ja, ich glaube. Das sieht gut aus.
Schau mal ganz kurz, ob wir noch irgendwo einen Seitenzweig kriegen. Also, einen Seitenarm, wie auch immer. Ein Abzweig, dass sie noch mehr Tunnel gibt. So. Hier kommen wir wieder hoch. Achso, hier ist der Ausgang, ne? Lass uns doch jetzt einfach mal das Tageslicht noch erreichen. Dann fühlt sich das wirklich abgeschlossen an hier. Oh! Oh, ich dachte schon fast, hier geht's weiter. Nee, hier gibt's nur Ressourcen. So, dann haben wir das. Auf nach Hause. Und damit sind wir fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.